Ja, Servus. Ah, hallo Servus Autosave. Willkommen zurück. Wir haben hier in der letzten Folge relativ viel umgebaut hier an dem Stahlwerk. Wir wollen es noch weiter umbauen, dementsprechend die Kohlelinie auch noch hier rüber switchen lassen. Vielleicht auch von der anderen Seite. Ich weiß es noch nicht, ich weiß es noch nicht, Leute. Aber es wird umgebaut und dementsprechend geht es nach dem Intro weiter. Ich freue mich auf euch, Leute. Bis gleich. So, Leute. Ja, wir legen da auch direkt los. Der Timer ist gestartet. Bei der letzten Folge hatte ich das ein bisschen vergessen. Na gut, kann passieren. Wie machen wir das am besten? Die Kohlelinie kommt von hier oben. Das könnten wir doch eigentlich doch. Müssten wir von oben machen, ne? Von oben wäre am sinnvollsten, glaube ich, ne? Anstatt das jetzt auch noch hier unten zu verlegen. Noch hier runter und dass du dann. Ah, ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Nee, da würde ich doch von oben gehen. Und ja. Dann würde ich das doch lieber von oben machen. Dann würde ich aber sagen, machen wir vorerst. Ich meine, da brauchen wir mit der Eisenlinie brauchen wir nicht mehr hier drauf. Ne? Nee. Dann würde ich sagen, das fällt weg. Korrekt, die Strecke fällt weg. Die können wir abreißen. Die können wir abreißen einmal komplett. Nicht den Baum, nicht den Baum, nicht den Baum, nein. Ich reiße mir die Bäume ab als die Strecke hier, ne? Na gut, egal. Na gut, egal. So, dann haben wir das hier. Dann würde ich sagen, werden wir erstmal vorzugsweise hier eine Strecke drauf bauen. Dass wir zumindest hier drauf kommen, na ja. Kommt zu groß, dann machen wir es so. Muss jetzt erstmal nicht so großartig aussehen, aber zumindest erstmal, dass wir hier was haben. Ne? Das heißt, wir können die jetzt umlegen, die Linien, die Kohle von Krefeld auf Krefeld Süd hier. Korrekt. Und bitte hier Krefeld Süd auf Terminal 2. Achso, ja, alles gut. Jetzt müsste das passen, ne? Genau, jetzt passt das. Okay, perfekt. Dann verläuft die Linie nämlich hier und hier rein. Genau. Genau das ist der Plan. Warum fährst du nicht Zug? Warte auf freie Wege. Moment mal. Moment mal. Also, ja, da müssen wir hier wieder einmal umbauen. Ja. Ja, genau. Dann machen wir zugleich hier noch ein Signal hin. Und da ein Signal. Dann machen wir hier nochmal zwei Signale hin. Dann müsste das eigentlich passen. Dann müsste das eigentlich passen. Und die Stahllinie, die geht hier drauf, genau. Das heißt, da müssten wir jetzt auch hingehen und müssten für die Stalin da noch ein Gleis hin machen. Ein Gleis, kein Signal, danke sehr. Dann haben wir eine Doppelkreuzungsweiche.
Danke sehr. Ja. Dann haben wir die Eisenlinie, die funktioniert. Die Kohlelinie, die funktioniert. Zumindest erstmal noch da, ja. Und die. Achso, du fährst jetzt da. Okay, da müssen wir hier ja eben mal einen Gleiswechsel machen. Da müsstest du aber theoretisch jetzt auch hier die richtige Linie haben, ne? Ja. Ja, korrekt. Das heißt, das Gleis können wir gleich wieder wegmachen. Wenn der Zug rüber ist, sehr gut. Dann können wir nämlich hier das Gleis wieder setzen. Ja, kostet nicht viel. 26.000, das zahlen wir aus der Portokasse hier, ne? Das zahlen wir doch aus der Portokasse, Leute. So, das sieht gut aus. Das einmal ein bisschen schön machen. Sehr gut, das sieht doch gut aus. Das sieht doch gut aus. Dann können wir den Bahnhof eigentlich abreißen, ne? Hockenheim Stahlwerk. Ist das Hockenheim? Dann benennen wir das um. Hockenheim Stahlwerk. Dann benennen wir das um, ne? Dann können wir den Bahnhof eigentlich komplett einreißen. Genau. Dann können wir das Gleis abreißen. Da haben wir nämlich hier wieder Platz. Nicht den Baum, hallo, nicht den Baum wegreißen. Stimmt, das ist der Stahlzug, sehr gut. Dann können wir jetzt hier verlängern. Konfigurieren. Noch eine Plattform dran, machen wir hier noch eine Plattform dran und hier noch eine Plattform. Ich glaube, noch eine geht nicht, ne? Ne, da geht keine mehr. Okay. Dann machen wir noch die Gleise hin. Schade, dass hier nicht zum Beispiel steht, wie lang der ist jetzt, ne? Das wäre noch eine schöne Sache. Welches Gleis wie lang ist. Das wäre noch eine schöne Sache, finde ich. Was sie noch mit einführen könnten. Um es ein bisschen zu vereinfachen oder sowas. Oder? Wie seht ihr das? Gebt mir in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. Ne? Gut, dann würde ich sagen, Eisen und Kohle sind auf einem Gleis, Stahl ist auf dem anderen Gleis. Ja. Was machst du hier? Du solltest schon hier am besten Kohle mitnehmen. Das wäre nicht verkehrt. Ja gut. Aber ich denke mal, nach und nach wird hier die Eisensache auch verschwinden hier. Er hat zwei Stück noch, das ist nicht mehr viel. Ich glaube, die LKWs können wir bald einstellen hier. Da bin ich von überzeugt. Das werden wir alles auf den Zug verlegen. Ja, den Zug können wir wesentlich verlängern, ne?
Wie lang ist der Bahnhof? 40, 80, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 mal 40 sind 360 Meter, ne? Kann das hinkommen? 360 Meter, Moment. 40, 80, 120, 160, 200, 240, 280, 320, 360, 360, also, boah, krasse Sache, okay. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, aber okay. Dann werden wir da definitiv was dran machen, und zwar die offenen Güterwagen. Wenn wir noch dran setzen. Okay, das ist schlecht, das geht noch. 7 Millionen. 3 Watt, 33 Watt. Alter Falter, okay. Na gut. Jetzt gehen wir aber mal wirklich ins Volle hier, ne? Jetzt gehen wir wirklich mal ins Volle, ne? Wahnsinn. 33 Waggons. Alter, weil der ist ja richtig lang. Na gut, warum nicht, ne? Ich hoffe, der schafft das auch, von der Leistung her da hochzukommen. Aber müsste eigentlich. Das ist eine gute Lok. Oder was haben wir hier für eine Lok? Moment, lass mal gucken. Doch, das ist die, doch die 90 km fährt, ne? Ja. Ich bin auch gespannt, wann die nächsten Fahrzeuge kommen, Leute. Boah, ich bin aufgeregt. Okay, dann müssen wir den Bahnsteig noch verlängern. Den Bahnhof verlängern, das machen wir jetzt auch gleich. Im Anschluss, wenn der aufgeladen hat. Ich glaube, der braucht ziemlich lange zum Aufladen. Ja, doppelt so lange, ne? Obwohl, es geht eigentlich. Es geht eigentlich, ne? Ist halt nicht so realistisch. Irgendwo finde ich, wenn er so lang ist, dass der, ne, aber klar, warum nicht? Wie viel sind wir jetzt? Wir sind hier bei 40, 80, 160, ne? Ja, 160. Dann machen wir hier mal auf Pause, dann reißen wir den Dreh hier ab. Dann werden wir hier nochmal konfigurieren und hier das Gleis noch setzen. Und dann werden wir die Verbindung wieder zustande bringen. Alter Vater, okay. Und wie viel Geld gibt das jetzt? Ich meine, das ist jetzt ein verdammt langer Zug, ne? Das ist ein richtig langer Zug jetzt. Der müsste das eigentlich schaffen, oder? Der müsste das eigentlich schaffen hier, ne? Übertreibe ich das jetzt hier? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich hoffe nicht, ne? Aber, ich meine, ansonsten können wir wieder ein paar Waggons verkaufen. Aber, km/h 38, wir haben ein bisschen Probleme hochzukommen, aber ich glaube, der schafft das. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass das schafft. Gut, der bräuchte, wie gesagt, mehr Leistung, dafür gibt es aber, wie gesagt, später noch andere Loks. Das auf jeden Fall. Aber also erstmal.
Sieht das doch gar nicht mal so schlecht aus eigentlich. Jetzt ist fast oben. Ja, ich sag mal so, der könnte schon etwas mehr Leistung vertragen, der Zug. Der hat echt Probleme. Aber der sollte es schaffen. Auch wenn langsam, aber der sollte es schaffen. Da bin ich mir sicher. Ah, 17 km. 18 km. Ja, ich schaff das. Vor allem, der ist voll beladen, Leute, ne? Muss man auch mal drüber nachdenken. Der ist komplett beladen hier. Das ist der Ölzug. Haben wir auch noch andere Loks? Mal gucken gleich mal. Ich will mal wissen, wie viel Geld das bringt. Hier voll, komplett voller Eisenzug, ne? Wie viel Geld bringt das? Das müsste auch einiges Geld bringen, an Geld bringen hier. Da bin ich mir sicher. Könnten auch so um die 2 Millionen mit Sicherheit sein, wie bei der Steinlinie hatten wir ausgebaut, ne? Ja. Genau, Steinlinie, ich glaube 2,275 Millionen. Kommen wir da auch dran hier mit dem Zug? Wir werden es jetzt gleich sehen. 3 Millionen, über 3 Millionen sogar, Wahnsinn. Ich glaube, die Investition lohnt sich doch hier. Hier mit 264 Eisen, alter Falter. Jetzt muss nur noch die Kohle ankommen, dann können wir wieder Stahl produzieren, ne? Dann kann die Post abgehen hier. Da kommt der Stahlzug. Wir gucken jetzt mal eben schnell, ob wir auch noch andere Loks haben. Diesel. Wir haben nur die Badisch 90 km/h. Wir könnten vielleicht die A35 draufballern. Die hat zumindest mehr Leistung, mehr Zugkraft. 30 kN Zugkraft mehr. Ich glaube, das macht schon was aus. Doch, dann machen wir das mal bitte. Die Lok raus und dann nehmen wir die A35 bitte rein. Für 2,2 Millionen noch mal investiert. Was haben wir das? Na okay, falscher Zug, egal. Dann gehen wir zum Eisenzug und machen das da auch noch mal. Ist ja auch nicht schlimm. Mehr Leistung ist immer gut. Mehr Leistung ist immer gut, ne? Haben wir die Lok jetzt da? Na gut, passiert. Fehler passieren. Ist ja nicht schlimm. Werden wir schon überleben mit 64 Millionen, ne? Da machen 2 Millionen auch nichts mehr aus. Oh, ja. Sicher, sicher. Sicher doch. Und hier liegt ziemlich wenig Eisen gerade. Die kommen überhaupt nicht nach mit dem Eisen, mit der Eisenproduktion hier wohl, ne? Ah, schauen wir mal. Wie viel liegt hier? 199. Kriegen wir den ganzen Zug gar nicht voll, ne? Ne, kriegen wir den ganzen Zug gar nicht voll. Das hier können wir eigentlich auch einstellen, die Eisenlinie. Fahrzeuge verwalten, alle verkaufen. Ja, bitte. Die Linie können wir dementsprechend rauslöschen. Ja. Dann können wir auch den Spot hier dementsprechend verkaufen. An den Spot hier beim Stahlwerk, da ist glaube ich auch keine Nachfrage mehr. Nee, die können wir auch dementsprechend dann verkaufen. Abreißen. Ja. Kohle ist auch schon mittlerweile angekommen. Sehr gut. Ich hoffe jetzt. Ach, das ist ja schon Stahl. Okay. 27 Stahl nur. Bisschen wenig, ne? Ein bisschen wenig hier, ne?
Ja, ich hoffe, das wird wieder mehr. Ich meine, Öl ist hier eine ganze Menge. Das Öl transportieren, genau, Kunststoff wollte man noch machen. Das Öl transportieren wir aktuell hin, aber nicht weiter, ne? Korrekt. Das Öl wird aus zwei Rohöl wird ein Öl gemacht. Und auch da könnten wir wohl noch etwas machen. Mit Sicherheit. Um das hier besser zu gestalten und eventuell mehr Öl hier zu transportieren. Das wird mit Sicherheit möglich sein. Das heißt, das bauen wir am besten jetzt auch mal dementsprechend um. Korrekt, korrekt. Korrekt, das bauen wir um. Ja, ich will es eigentlich mit dem Kopfbahnhof machen, aber ich glaube, das macht keinen Sinn gerade hier. Ich glaube, da wird der Bahnhof dann bis hier zum Wasser gehen oder so. Das macht keinen Sinn großartig, ne? Was machst du? Warte auf freie Wege. Warum? Ach so, ja. Dann müssen wir hier noch was machen. Müssten wir das auf jeden Fall hier noch setzen? Korrekt. Ja, dann kommt hier eine Doppelkreuzungsweiche hin. Und dann kommt hier dementsprechend ein Signal hin. Hier kommt noch ein Signal hin. Da haben wir nämlich keins. Dann kommt hier auch noch ein Signal hin. Genau. Dann fährt die Linie nämlich auch da auf zwei Gleisen. Das ist passend. Fährt dann da rein. Sehr gut. Ja, doch, das passt. Finde ich gut. Ja, doch, 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 doch. Das passt da hervorragend. Das finde ich gut. Okay. Wo ist der Eisenzug? Der ist schon wieder auf dem Rückweg. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr gut, dann fehlt jetzt nur noch die Kohle, ne? Dann fehlt dir jetzt noch ein neues Kohle. Kohleberg weg? Schließung? Wieso? Ach, da. Okay, alles gut. Boah, ich gerade schon einen Schock bekommen. Wie unser Kohlebergwerk schließt. Hallo? Kann denn sein? Wo ist hier viel los? Da ist, glaube ich, ne? 30, nach der Brücke mit der 11. Wo verläuft die? Mit vier Bussen. Hier ist auch Nachfrage an der 11. Hier ist auch Nachfrage an der 11. Dann würde ich doch sagen, hauen wir nochmal ein Fahrzeug drauf, ne? Einen zusätzlichen Bus hier. Den wir noch zuordnen werden für die 11. Dann passt das. Ich glaube, die 10. Da fahren gar nicht mehr so viele Linien mit dem Zug, ne? Mit dem Fernbus. Das ist gut. Aber es könnten mehr mit dem Zug fahren. Viel mehr Leute mit dem Zug fahren, ne? Na gut, schauen wir mal. Haben wir eigentlich noch Straßenfahrzeuge dazu bekommen? Ich glaube nicht, ne? Passagier, da haben wir den gar genau. Und bei Cargo haben wir die beiden Benz LKWs, ne? Nee, da haben wir nichts Neues bekommen. Vielleicht jetzt 1919 vielleicht nochmal? Neue Fahrzeuge? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich hoffe es irgendwo, ne? Ich hoffe es mit Sicherheit. 72 Millionen haben wir aktuell. Boah. Schick, schick. Das passt doch. Ne, wir wollen jetzt gucken, dass wir hier das Öl abtransportieren und nach
hier schicken und dann erstmal vielleicht per LKW hoch für Kunststoff. Müssen wir mal gucken. Das werden wir, glaube ich, erstmal machen. Das werden wir, glaube ich, erstmal machen. Das heißt, die Strecke ist gegeben. Die können hier lang fahren. Dann fahren die hier mit auf die Strecke drauf. Da müssen wir ausbauen, aber es passt erstmal, glaube ich. Dann fährt er hier durch den Bahnhof durch. Also die Strecke ist an sich erstmal so gegeben. Dann fährt er hier weiter, fährt hier hoch. Dann fährt er da rum, ne? Ja. Da müssten wir es nur zweigleisig ausbauen teilweise, aber das kriegen wir hin. Das ist nicht das Thema. Vielleicht können wir auch hier hoch mit Zug und dann hier einen Bahnhof noch hinbauen. Das wäre natürlich das Allergrößte, wenn wir das schaffen würden. Aber das kriegen wir, glaube ich, hin, oder? Ich meine, das kriegen wir hin. Wir versuchen es. Wir versuchen es mal, ne? Also, hier eine Strecke abzweigen. Passt auf, wir machen mal Folgendes. Wir bauen hier einfach mal einen Bahnhof hin. Direkt 320 Meter, keine Oberleitung, genau. Wofür Oberleitung brauchen wir aktuell nicht. Können wir später noch nachrüsten, ne? Mit Sicherheit. Können wir mit Sicherheit später noch nachrüsten hier. Das machen wir direkt nochmal schön. Damit das nicht so ganz so hingeklatscht aussieht. Dann werden wir erstmal die Straße abreißen, den Feldweg hier. Ja, liegt ganz schön hoch, ne? Liegt ganz schön hoch, das Ding. Aber wir kriegen es hin. Steigen zu groß. Von der Höhe her oder was? Und was ist, wenn wir denn hier runter gehen? Kriegen wir das vielleicht hin? Nee, ne? Das kriegen wir auch nicht hin, ne? Nee. Das wird nichts. Das wird nichts, Leute. Das habe ich mir ein bisschen anders gedacht. Und wenn wir, Moment, wenn wir Folgendes machen. Wir brauchen nicht unbedingt dahin. Wir können ja auch sagen, okay, wir gehen später rein. Ist, wenn wir das hier hin machen, ich weiß es nicht. Ich meine, ich wäre für alles bereit eigentlich. Ist aber ganz schön weit, ne? Okay, da wird es passen. Da jetzt eine Brücke. Wie viel würde das kosten? 120 km/h, 90 km/h, 120 km/h, 180 km/h.
90, 120 km/h. Ja, 120 müssten wir schon. Oder 180 direkt, ich weiß es nicht. Wird aber dementsprechend. Ach, gut, 2,7 Millionen, das ist preiswert. Das ist preiswert, würde ich sagen. Ja, doch, doch, doch. Das ist der Preis. Das würde ich sogar machen. Ja, das machen wir auch. Dann geht es nämlich hier direkt auf die Strecke drauf. Dann haben wir die Strecke zumindest erstmal soweit verbunden. Ne? Bedeutet, wir machen hier ein Signal hin. Und hier ein Signal hin. Damit das passt. Und dann sollte es eigentlich laufen. Ich hoffe es doch, ne? Dann können wir jetzt die Linie mal erstellen dementsprechend. Und machen wir bei der nächsten Folge, Leute. Ich freue mich natürlich, wenn ihr mit dabei seid. Guckt auch in die anderen Folgen sein, die müssen gerade eingeblendet sein. Und ja, ich sag einmal, bis zur nächsten Folge. Servus und tschüss.